Ja, so, herzlich willkommen, eine weitere Runde mit Christian, dem Vertreter des S-Pool-Sparkassenkontos. Guten. Und mir, dem Frederik. Wir sehen heute hier Legacy Gameplay. Legacy ist einzig wahre Format an der Stelle, das muss ich nochmal ganz kurz erwähnen. Extra für den Bernd. Ja? Und wir sehen heute hier Buck Hoggak gegen GW Debs. Ja, Buck Hoggak, ja aus dem Modern auch ein Begriff, dann irgendwie ins Legacy gekommen. Für mich eine wahre Freude, dieses Deck. Spiele ich immer total gerne gegen. Mit meinen UW-Control-Piles macht das richtig Spaß. Auf der Gegenseite haben wir den Kevin, den Alpha-Kevin, mit GW Debs, also der grün-weißen Variante der Debs-Combo, die eben weiße Giver of Runes und andere Protection zugunsten des Discard spielt, den das Deck dann hier nicht hat. Genau, vom Matchup her können wir eigentlich schon mal so viel sagen, dass Hoggak generell gegen die Debs-Listen erstmal nicht ganz so gut abschneidet. Einziger Punkt ist die Combo, die im Deck drin ist, die, sag ich mal, an sich schnell genug ist, um einen 20-20er zu schlagen. Und mal schauen, ob wir das jetzt gleich hier erleben werden, ob es funktioniert oder ob der 20-20 kommt. Für mich muss ich sagen, ich kann prima damit leben, wenn Hoggak nicht gewinnt. Weil das Ding ist rammeldumm. Hab ich so nicht gesagt, aber doch habe ich vielleicht schon, aber wie auch immer. Also mir persönlich gefällt es nicht. Vielleicht gefällt es mir besser, wenn ich es mal gespielt habe. Je ne sais pas. Auf der anderen Seite habe ich auch die schwarz-grüne Variante von Debs mal gespielt und muss sagen, ja, schön, fehlt halt blau. Gut, aber wir haben ja extra uns heute zusammengesetzt, weil wir unparteiische Kommentatoren haben, gell? Und von daher bin ich ganz klar auf der Seite von GW Debs, was genau auch immer. Nee, du bist genauso in der Seite, einfach in der Mitte, ja? Ja. Und wir schauen jetzt mal hier. Ja, es geht ja los mit an. Underground Sea. Fetch Underground Sea, ganz wichtig, was kann hier kommen. Mit Sicherheit ein schwarzes Play, genau, weil alle Hoggak-Spieler zugehört. Wichtig ist, das ist nicht die Turn 1 Krabbe. Warum ist das nicht die Turn 1 Krabbe? Weil die Krabbe legt man Turn 2, damit man mit einem Land nachfolgen kann. Ja, damit man schon mal einen Trigger hat, bevor das Ding dann stirbt. So, wir sehen jetzt hier auf der anderen Seite den Reclaimer und da ist sie, wie angekündigt. Die Krabbe, Turn 2 und da kommt das Land. Oh mein Gott, ey, ich kann Gedanken lesen. Aber leider das falsche Land. Leider ja, Fetchland wäre stärker. Gar keine Frage. Tausendmal besser gewesen. Das ist aber auch für den Debs-Spieler ganz klar das Zeichen, dass sich auf der Hand des Hoggak-Spielers kein Fetchland mehr befindet. Das ist wohl wahr. Und jetzt schauen wir mal das, was das Deck am besten kann. Am Anfang erstmal das Kreaturen legen, oder was? Ja, Kreaturen legen und das Board vollrotzen. So, auf der Gegenseite haben wir jetzt einen aktiven Elfish Reclaimer. Und das ist ein Ancient Tomb. Ja, hier sieht man wieder, das sind Hüllen, die nicht matt sind und das glitzert, glänzt ganz schön unter der Lampe. Und also ich sehe schon mal einen Hoggak auf der Hand. Ja. Und jetzt ist bei Hoggak ist das große Thema mit dem Thema Priorität. Wann hat der Gegner Priorität, wann nicht? Hier wäre es jetzt so, ich sehe nicht, wie viele Karten im Friedhof sind bei dem Hoggak-Spieler. Vier müssten es sein, ja. Gell? Es fehlt noch eine. Und dann muss man halt wirklich aufpassen, dass der Elvish Reclaimer jetzt nicht das Bujuka-Bock rausholt, was wahrscheinlich in der Liste auch drin sein wird. Mhm. Um dann den Friedhof einmal zu räumen. Ja. Play wird zurückgedreht. But why? Ja, genau. Und jetzt kommt nämlich hier die Prio-Runde. Okay, wir sind doch nochmal zurückgegangen. Also der Bloodgust wurde nicht gecastet. Dafür wurde der Gravecrawler gesackt. Aus dem Friedhof wieder gecastet. Wird dann wieder gespielt, genau. Was passiert jetzt? So, und jetzt haben wir nämlich keinen Mana mehr für den Bock offen, glaube ich. Na doch, da kommt er. Da links liegt eine Ancient Tomb, oder nicht? Zwei Mana sind da immer noch offen. Jetzt gerade erstmal eine Crop Rotation auf der Debs-Seite. Und ich denke, jetzt kommt der Bock. Da geht die Hand vom Hoggak-Spieler schon zum Friedhof und der exilt schon mal freiwillig alles, was da liegt. So sehe ich das. Marc, wir dürfen das eigentlich nicht aufnehmen. Und dieses, die ist hier ganz klar in Response. Ah, ich meine, mich zu erinnern, auch aus Lerneffekten her, machen wir das im Endeffekt auf den Trigger von dem Karen wieder.
heißt der Cairn Feeders Sack den Gravecrawler. Mhm. Und Trigger auf dem Stack wird im Endeffekt der Bojuga-Bock gefetcht. So wäre es richtig gewesen. Müssen wir mal gerade gucken, wie die zwei hier jetzt fortfahren. Okay, war aber dann danach gemacht worden. Das heißt, der Gravecrawler lag im Friedhof und wird wieder. Jo, den Token kriegst du ja in jedem Fall. Das ist ja Teil der Kosten. Das Second ist Teil der Kosten. Somit gibt es auf jeden Fall den Zombie-Token und anschließend geht der Friedhof ins Exil. Ja, soweit. Ja, passt jetzt alles. Und jetzt sehen wir hier noch einen Carrion Feather. Dann schwingt da mal einer für zwei rum, ne? Genau. So, ja, da hatten wir kurz die Hand, die das Ancient Tomb tappen wollte, um den Reclaimer zu aktivieren. Das passiert jetzt. Und was wird er sich raus? Ein Teil der Combo, würde ich mal vermuten. Ja, wahrscheinlich Caspian Stage. Caspian Stage wäre wahrscheinlich, ja, sehr wahrscheinlich. Damit der nächste Runde die Dark Depths holen kann, da die ja durch den Reclaimer getappt kommt. Hier immer zu beachten, dass im Endeffekt am liebsten die Depths als letztes geholt wird, da die Caspian Stage getappt nicht so viel nützt, wenn sie ins Spiel kommt. Ja, und vielleicht hat er sie auch jetzt schon auf der Hand, wenn jetzt das Dark Depths schon liegt. Ist oh, da das ist sie, Spiel, ja. Ja. Und da liegt die Combo schon an Bord. Und da hilft leider jetzt nur noch Altar plus Länder für die Krabbe, um überhaupt noch was machen zu können. So, was kommt da? Careful Study. Draw 2, Discard 2, das ist eine Bridge from Below. Die wird wahrscheinlich direkt den Weg in den Friedhof finden. Das andere ist ein Bloodgast, würde ich sagen. Dann mit dem Bloodgast, ja. Mhm. Genau. Aber jetzt wird es halt schon schwierig. Der Altar kostet 2, nächste Runde kommt der 2020er und das dürfte es auch jetzt gewesen sein. Ja. So gut ein 8-8er Trampel auf der Hand auch ist oder auf dem Feld. Was haben wir hier? Fetchland? Ja. Fetchland, Trigger. So, 1, 2, 3. Ich kann durch die Helligkeit leider nicht erkennen, dass der. Ja, da wäre ihr Altar gewesen an der Stelle. Ja, aber das ist im Endeffekt. Nee, das Spiel ist rum. Das Spiel ist rum, ja. Na, hier sehen wir sehr schön, dass Hoggak selber durch Kreaturen auf dem Board, aber eben auch einer Combo, die im Endeffekt millen kann und eben auch eine 8-8 Trampeln, die ja relativ explosiv Turn 2 auf dem Board liegen kann. Ist das richtig, Christian? Turn 2, ne? Also Turn 1 ist schwierig. Turn 2 ist auch schon unrealistisch. Also okay. Da der Altar 2 kostet. Ja gut, aber ohne die Combo in den Hoggak Turn 2. Das ja. Ist definitiv realistisch, ja. So. Haben wir im Endeffekt ein Deck, das sehr resilient gegen Control ist, weil es verschiedene Angriffswinkel bietet und auf der anderen Seite eben aber, wie wir hier sehen, dann doch gegen manch andere Combo nichts entgegenzusetzen hat. 2020 fliegend nützt einem das breite Board aus Zombies und Krabben nicht so viel. Ja. Und da haben wir im Endeffekt die Listen mit, die nicht blau spielen, sondern rot. Einen kleinen Vorteil, weil die, ich weiß leider nicht, wie die Kreatur heißt, diesen 1-1er im Endeffekt spielen, wenn du eine Karte discardest, bekommt er Flugfähigkeit. Ich bekomme gerade vom Background gesagt, dass es Portrait Imp ist. Ja, das ist eine schwarze Karte, die könntest du übrigens in deiner Liste auch spielen. Das ist richtig, aber da spielst du halt im Endeffekt die Krabbe für. Das, ah. Das ist der Grund mit. Ich kann sagen, mach die Krabbe, aber ich glaube, das heißt, mach die Robbe. Ja. So. Ja, und die haben auf jeden Fall noch eine Möglichkeit, den zu blocken, wobei auch das wahrscheinlich unrelevant ist, weil die GW Depths Liste auf jeden Fall das Land spielt, die Steppe, die eine Kreatur Schutz vor einer beliebigen Farbe. Und dann eben mit Crop Rotation into die entsprechende Farbschutz bietet, um dann am Blocker vorbeizugehen. Ja. Genau. Beziehungsweise hier haben wir sogar eine Kreatur, die das alles im einen macht. Und das ist der Elvish Reclaimer, der zuletzt ja noch die Ancient Tomb sacken könnte im nächsten Zug. Von daher so oder so gucken wir jetzt hier noch ein Trauerspiel zu. Ja. Auf Seiten des Hoggak-Spielers. Ja, aber ich finde es auch hier an der Stelle, muss ich sagen, bemerkenswert, wie der Hoggak-Spieler in aller stoischer Ruhe
hier seine Kreaturen aufs Feld legt, noch die ein oder andere Kreatur sackt, sich ein Meer aus Zombie-Tokens generiert, munter vor sich hinspielt, um gleich dann einfach an der 2020 zu verrecken. Sehr schön. Muss man mal machen, das sieht ein bisschen aus wie, ja. Ja, wir sind im Endeffekt zu Lernzwecken hier, das heißt, wir gucken jetzt mal so ein bisschen, was das Vorgang der kann. Lernzwecke, ja. Und, aber ich gebe dir recht. Hatten wir eben schon gesagt. Da blufft der, also ich finde hier blufft der Hogarth-Spieler sehr, sehr gut. Das sieht ein bisschen aus wie Felix, wenn er nichts auf der Hand hat und trotzdem noch irgendwie so tut, als wenn er zwei Inseln. Muss mal kurz überlegen, ob das resolved. Naja, rein theoretisch könnte ja jetzt dann doch noch die S-Trophy könnte rein theoretisch noch da sein. Wow, das ist korrekt. Also spielen die Listen nicht Mainboard, aber im aber in der Theorie, ja, gut. Aber in der Theorie könnte irgendein Spieler auf die Idee gekommen sein, doch vorher zusammenzuschieben an der Stelle. Ja, herzlichen Glückwunsch. 1-0 für den Debs-Spieler. Lebenspunkte werden zurückgesetzt auf 20. So, erstmal die Frage an Christian. Was boardet denn so ein Hogarth-Deck jetzt an der Stelle? Also gegen die GW-Debs-Listen ist jetzt schwierig. Ich kenne mich nicht so mit dem Sideboard aus, muss ich ehrlich gesagt zugeben, was die im Summe spielen. Also größtenteils kann man sagen, bei Hogarth gibt es eigentlich nur... Du sollst mir sagen, was Hogarth boardet. Ja, wir müssen ja wissen, also Hogarth boardet dementsprechend, wie der Gegner boardet, was Graveyard Hate betrifft. Größtenteils, sag ich mal, haben die eigentlich nur zwei Sparten. Einmal gegen Graveyard, das heißt, da wären die Leylines für da, Surgicals teilweise. Was geht die bringen ganz schön können. Viel raus beim Kevin, wenn ich das mal so sagen darf. Da hat er munter eine ganze Menge rausgesucht. Schauen wir mal. Und bei Hogarth ist halt, dass man oft ins Blinde boardet, man auf jeden Fall alles, was Enchantments und auch Artefakte erstmal zerstört. Okay. Eine Mischung zumindest. Wenn man nicht weiß, was der Gegner genau boarden kann, dass die Ass-Trophies, wie eben schon erwähnt, sind natürlich gegen Debs nochmal zusätzlich gut, um die Combo in Schach zu halten. Ansonsten Abrupt Decay wäre eine Möglichkeit gegen so Dinge wie Rest in Peace und der weiteres, wenn GW Debs das spielt. Wobei die ja auch die Knights spielen, dementsprechend glaube ich nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass GW Debs Rest in Peace spielt. Das wäre relativ sinnfrei. Also denke ich, wenn die S-Trophies werden kommen, eventuell Abrupt Decay. Ansonsten Discard gegen Combo macht hier wenig Sinn gegen die GW Debs, das heißt Swordsies und der weiteres ist an sich raus. Eventuell Leylines könnte man noch boarden gegen die Knights und der weiteres, um die noch ein Stück weit in Schach zu halten, ist die Frage, was Hogarth sonst rausboardet, weil bei dem Deck ist es definitiv, kostet jede Karte, kann man sagen. Dadurch, dass es ein Combo-Deck ist, was auf sich abgestimmt ist, kann man hier nicht wirklich sagen, es gibt Karten, die man gegen gewisse Matchups einfach direkt rausboardet. Okay. Ja. Weil du, also ist wenig der Fall. Im Endeffekt zusammengefasst ist es da so, je mehr du reinboarden willst, um den gegnerischen Gameplan zu stören, je mehr zerstörst du deinen eigenen dann, was den Flow angeht auch. Ja. Und dein Deck wird eben im Endeffekt dann um einen halben oder um einen Zug langsamer, weil dir dann eben auch Schlüsselkarten fehlen und insbesondere ja nun das, was jedem nicht-blauen Deck passiert, nämlich das Fehlen der Cantrips, um dann auch rauszufiltern, was du brauchst. Genau, ja. Du kannst halt auch tote Draws haben. Das ist halt ein großer Punkt. Ein Force of Vigor oder ähnliches, der dann kein Ziel hat und der weiter, das ist halt im Prinzip erstmal eine tote Karte. Jetzt sehen wir hier munteres Mulligan. Übrigens, sehr schön, die Technik. Da nochmal ein Dank zu dieses... Welche Technik? Die Technik, die das im Hintergrund alles zusammenfasst, die schön von Debs noch den Marat Lage damit reingesetzt hat als kleine Münze. Gucken wir mal, was da bei Hogarth gleich kommt, wenn er gewinnt. Ob das der Altar ist oder Hogarth selbst. Ja, dieser Dank für den Schnitt geht wie immer an... ich habe gehört, der heißt Blackie auf dem Kanal, wenn ich das, ja, ich musste mich da auch erst dran gewöhnen. Ja. Hab so gedacht, wer ist das denn? Klingt wie ein Mainzelmännchen. So, und jetzt schauen wir mal. Runde 2, hoffentlich ein bisschen erfrischender.
wie gesagt, Hoggak jetzt in welchem Sinne? Zu Seiten des Hoggak-Spielers, so, da ja eben Position bezogen wurde und wir eigentlich gesagt haben, wir wollen hier nicht parteiisch sein, wollen wir ja trotzdem mal gucken, was, ob der Hoggak jetzt auch noch das Spiel ein bisschen verlängert. Ich hatte bei Frischer gerade ganz spontane Assoziation von, kennst du dieses Handdesinfektionsmittel mit Zitronengeruch? Ja, kenne ich. Von Frosch, ja. Von Frosch kaufen, weil die Froschflaschen sind... Also wir machen hier keine Schleichwerbung, Entschuldigung, ups, das müssen wir leider wieder rausschneiden. So, aber jetzt bei aller Frische und Handdesinfektionsmitteln zurück zum Spiel. Der Hoggak-Spieler hat gestartet mit einem einsamen, ich glaube, das ist ein Gravecrawler. Ja, Bottle Grave into Gravecrawler. Genau, der Depth-Spieler mit dem Elfisch. Clever. Und da der traurige Gott. Versuch zu traden, was natürlich der Spieler dann doch nicht macht. Hätte ja klappen können. Was haben wir da links? Da links haben wir eine Leyline beim Hoggak liegen, by the way, nur so am Rande. Ja, daher, genau. Ja. Ne, also daher dachte ich, der Gameplan des Depth-Spielers, zumindest was den Knight of the Relic Quarry, den ich da ganz links auf seiner Hand gerade habe, sitzen sehen, zumindest mal als Beatdown-Plan so ein bisschen verschlechtert. So, und da ist der Altar, wie eben schon angesprochen. Ja. So, aber auch nur noch zwei Karten noch vorhanden, nicht wahr? Ja. Ja, genau. So. Ja, sehr gut. Wenn jetzt mit dem Zombie sieht die Sache dann wieder anders aus mit dem Gravecrawler, nur das Thema ist, auf der rechten Seite liegt wieder der Elvish Reclaimer. Und die Karakas. Und die Karakas, ja, wobei die gegen die Altar-Kombo nicht viel ausrichtet. Ja, wieder zum Thema Priorität. Ja. Aber der Elven Reclaimer, kann man leider sagen, ist im Prinzip der alleinige Gewinner in dem Spiel. Weil er sowohl den Gegner mit Bujukabok ziemlich stark disruptet und gleichzeitig die Kombo von Depth so weit nach vorne bringt, dass auch das Spiel wieder so aussieht, als geht das an die rechte Seite. Aber wir werden sehen. Obwohl hier, das ist, also finde ich stark oft an der Stelle, dass hier irgendwie dieses Fazit gezogen wird, obwohl der Altar schon liegt und eine Leyline. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich glaube, also mit einer Krabbe sähe ich das Ganze jetzt schon, hätte das Ganze schon ziemlich krass ausgesehen hier mit den Fetchländern. So ist es wieder. Also man kann auf jeden Fall mit dem Altar durch den Bujukabok auch hindurch spielen. Das Thema ist, dass jetzt nur zwei Handkarten bei dem Hoggak-Spieler vorhanden sind und halt die Krabbe wie auch der Stitcher Supplier, der so die schwarze Alternative noch ist, um Karten zu millen, beide im Moment nicht vorhanden sind. Also fehlt hier quasi der Self-Mill zusammengefasst. Genau. Und im Prinzip mit dem Bujukabok kriegt man zumindest von der Depth-Seite her einmal eine gegnerische Kreatur, die man nicht gerne haben will, auf jeden Fall aus dem Friedhof weg. So, jetzt haben wir auf der Depth-Seite gerade den Elfish Reclaimer aktiviert. Ich habe noch kein Land in den Friedhof gehen sehen, das wird der Kämmer bestimmt gleich noch nachlegen. Auf jeden Fall sehen wir aber jetzt hier schon, was er sucht. Ich vermute ja mal die Thespian Stage. Schätze ich. Was man bei Hoggak so festhalten kann, wenn das Deck schon mal. Karakas gemillt, aber das hast du ja eben schon gut zusammengefasst, dass im Endeffekt dadurch, dass der Altar liegt, die Karakas als Out dann jetzt auch eher uninteressant sind. Also gegen den Beatdown-Plan ist sie gut, gegen die Combo bringt sie nahezu gar nichts. Weil Hoggak im Endeffekt in den Friedhof kommt, wieder das Feld betritt, wieder in den Friedhof geht. Dementsprechend kriegt der Gegner auch erstmal da keine Priorität, um den zu bouncen in irgendeiner Form. Was wollte ich noch sagen? Achso, generell kann man sagen, wenn man Hoggak mal gespielt hat oder auch gegen Hoggak spielt, wenn der Altar liegt und Hoggak da, sag ich mal, auf dem Feld ist und eine Bridge im Friedhof mit einer zusätzlichen Kreatur, ist das Spiel nahezu schon rum. Also das Deck fizzelt danach nur noch relativ wenig. Das gleiche gilt für zwei Hoggaks, eine Bridge oder zwei Bridges, ein Hoggak. Das sind so die zwei Varianten, wo die Kombo dann eigentlich durchläuft von selbst. Zusätzlich supportet durch Kreaturen, die auf dem Feld sind, die das Ganze noch einfacher machen.
So, jetzt gucken wir nochmal. Jetzt nähert sich der Hogak-Spieler so langsam, dass er eine Benchwine hardcasten kann. Das ist immer ein schönes Zeichen für den Gegner, wenn es so weit gekommen ist. Also Spiele werden dadurch entschieden, sowohl gegen oder auch für Hogak. Ja. Also generell, man will aber nicht an den Punkt kommen, dass man Wenchwein hardcastet, ja. Aber um das allein die Option zu haben... Das ist mir tatsächlich am Sonntag mal wieder passiert gegen Hogak, dass ich dann die Hardcast Wenchwein, die mich von 6 auf 2 Leben geschlagen hat. Ja, war nicht so gut. Aber da ist sie, wo du sie gerade antizipiert hast an der Stelle. Und was passiert? Ja. Ein Paar, ne? Ja. Die kriegt, die wird im Endeffekt gesackt durch den Altar. Und hier ist jetzt halt wirklich auch wieder die Stärke von dem Elf Reclaimer. Im Endeffekt, das Agentum liegt offen. Das heißt, egal ob Wenchwein triggert, egal ob eine Bridge triggert oder der weiteres, wenn der Friedhof vorher removed wird, passiert im Prinzip gar nichts. Hier sehen wir übrigens auch noch sehr interessant an der Stelle, das GW Depths Deck, das hat Path to Exile, also die Modern-Karte geboardet, statt dem Swords to Plotius, das ja in, sagen wir mal, 98% aller Decks im Legacy, die Vives spielen, die bessere, das bessere Removal ist. An der Stelle sei ganz kurz erklärt, für die Leute, die vielleicht im Legacy irgendwie neu eingestiegen sind, das Depths Deck spielt den Path, weil es im Endeffekt dem Gegner nicht das Leben schenken möchte, mit dem er über die 20 Lebenspunkte kommen könnte, das dann im Endeffekt auch einen zweiten Angriff des 2020 Lagetokens notwendig macht. Und um das zu verhindern, spielt man hier eben dann Path to Exile, damit der Gegner kein Leben bekommt und ich dieses Risiko nicht unnötig habe. In dem Fall hier wäre es egal gewesen, weil die 4 Leben der Wenchwine hätten da den Kohle jetzt auch nicht so fett gemacht. Ja, aber es kann relevant sein, definitiv, ja. So. Ja, jetzt, wo wir alle Sackländer gecrackt haben, haben wir dann auch eine Krabbe gezogen. Sehr schön an der Stelle. So, und der 2020 ist schon wieder am Lauern für den nächsten Zug. Ja, ich sehe es auch gerade. Liegt quasi alles bereit. Oh, Hardcast, zweite Leyline. Neben aber sehr schön von dem Depth-Spieler, dass er die Dried Arbor zum Blocken genommen hat für den Gravecrawler und dann gesackt hat. Um sich dann die Stage rauszusuchen. Mhm. Jetzt das Dark Depths. Ein Token. Copied Dark Depths, genau. Legendenregel und dann ab dafür 2020 munter durchs Gesicht geschwungen. Der Gegner ist ausgetappt. Dieses Spiel endet 2-0 für Depths. Wie wir auch im Vorfeld schon geahnt hatten, in diesem Duell der Combo-Decks mit Sicherheit die etwas schnellere und damit stärkere Variante. Und ich wollte jetzt so gerade noch einwenden, was wird jetzt für ein Zeichen kommen, ob noch ein Marit-Lage kommt. Hier, bis dann. Und tschüss.